Aber damals konnte ich noch, ich hatte ja meine regelmäßigen Sendungen, konnte ich wir selber aus die Themen auswählen auf der Welt, ob das nun im Pazifik war oder auch in Lateinamerika, haben sie auch in Lateinamerika. Aber mein Hauptgewicht war natürlich der Orient. Und ich glaube, mich da einigermaßen auszukennen und vor allem werde ich von denen, die dort sind. Ich bin heute noch auf dem Weg zum Studio von einem jungen Mann angesprochen, der Araber war und der mir die Hand geben wollte, weil er mit meiner Interpretation so einverstanden ist. Das waren natürlich schon auch, sage ich mal, paradiesische Arbeitsbedingungen. Wie Sie ja sagen, es gab Dokumentationsplätze, die werden immer rarer. In den öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten kommen sie oft, wenn überhaupt, zu später Stunde. Die Privatsender haben sowas gar nicht. Ist das dann auch... Ja, inzwischen bin ich so weit, dass ich für die Nachrichten mir eher NTV anschaue als ARD und ZDF. Warum? Also sowas, weil die nichts mehr bringen. In der Ukraine wurde ja von den Öffentlich-Rechtlichen doch ziemlich intensiv... Aber falsch. Inwiefern? Aber falsch. Zu sehr auf Maidan konzentriert? Nein, die haben, das Grundproblem der Ukraine ist, dass die westliche Ukraine, der Raum von Lemberg, Lviv und so, österreichisch-ungarisch gewesen ist. Dass die dortige byzantinische Kirche mit Rom vereint ist. Die haben einen Patriarchen, der dem Papst untersteht. Ich habe ihn selber gesprochen, ich kenne ihn ja. Und die wollen natürlich mit Russen nichts zu tun haben. Und die östliche Seite? Aber die östliche Seite, das sind kräftige Kerle, denen geht es auch gar nicht so furchtbar schlecht unter ihren Oligarchen. Und ich war in Donetsk gewesen und habe dort den großen Oligarchen Achmetow kennengelernt, den Tatare übrigens ist. Und der hat mich irgendwie sympathisch gewonnen, also kommt noch in so einen Club, Schachtjahr, hat mir so eine Kluft da verpasst. Und dann stellt er mir einen Riesenkerl vor und sagte, ja, das ist der künftige Präsident der Ukraine, das ist der Janukowitsch. Also da sieht, welche Machtkonstellationen auch sind. Manche befürchten ja eine neue Ost-West-Konfrontation mit Russland auf der einen Seite, die ja die Ukraine nicht einfach ziehen lassen wird. Verständlicherweise. Ja. Und da sieht man eben auch bei der Berichterstattung, die Leute haben keine Geschichte gelernt. Russland ist in Kiew entstanden. Die Kiewer Rus ist der Ursprung Russlands. Und die ursprüngliche Dynastie hat gedauert bis Iwan dem Schrecklichen ungefähr. Aber es ist natürlich zerstört durch die Tatarenstürme. Die Tataren haben nun ist es natürlich, ich sag mal, für eine normale Nachrichtensendung wie heute oder die Tagesschau mit einer Beitragslänge von 1,30 oder 2 Minuten schwierig zum Kiewer Russ zurückzukehren. Ja, das ist auch nicht die Sache. Aber die Nachrichten sind so Nachrichten. Was würden Sie sich denn wünschen, dass man darüber hinaus noch... Nein, dass man wie früher 45 Minuten lang Dokumentationen macht. Und manchmal auch in Serien. Ich habe Dokumentationen von 45 Minuten Sendung. Und die hat gute Einschaltquoten. Also daran ist es nicht gescheitert. Ne? Nein, es ist einfach an der Borniertheit auch. Es fehlt eben auch an Bildung. Das ist natürlich oft der Vorwurf, den man zum Teil den Öffentlich-Rechtlichen macht, dass man sagt, sie müssten mehr Qualitätsfernsehen, mehr Bildung. Auf der anderen Seite steht die Meinung, wir sind ja nicht die Erzieher der Nation, wir müssen ein Vollprogramm anbieten, auch Unterhaltung und leichte Formate, damit nicht alle zu den Privatsendern. Dafür gibt es ja wirklich nun genügend Privatsender. Ich bin mit dem Helmut Thuma, dem Gründer von RTL, befreundet und ich weiß nicht, was sogar, damals war ich noch bei Bertelsmann, ich war im Programmbeirat, wir haben uns immer zu tot gelacht. Und dann kam der Thomas mit seinem Schloss am Wörthersee. Ich habe ihm gesagt, wie ist es denn? Er sagte, es ist grauenhaft, aber es wird Quote bringen. Und dass jetzt die öffentlich-rechtlichen Sender auf Quote ausgehen, nicht wenn ich mal eine Dokumentation mache, was selten genug ist. Das Erste, was mir gesagt wird, die Quote war gut. War nicht, der Film war gut. Die Quote war gut. Und das ist, damit bringen sich die Öffentlich-Rechtlichen um ihre eigentliche Existenzberichtigung. Sie sollen eben nicht auf die Quote schauen, sondern sie haben einen Bildungs- und Erziehungsauftrag. Den haben sie.